Ciao. So, gleich geht's los. Wir warten noch auf Lina und Tillmann. Ihr habt schon mega viele Fragen. Ich glaube, so viele Fragen haben wir noch nie bekommen. Aber gut, ich versuche so viele wie möglich zu stellen. Und ja, schön, dass ihr alle zuschaut. Ihr könnt auch immer noch Fragen stellen natürlich. Also der Fragensticker ist immer noch aktiv und hier natürlich in den Kommentaren, wenn ihr noch Fragen habt. Ich hoffe, wir lesen sie dann. Dann könnt ihr dann natürlich auch noch was schreiben. So. Da ist er schon. So. Hey! Hello! Na? Ja, warte, ich mach dich Ein mal bisschen lauter. lauter. Lauser? Lauter. Dabei heißt es immer, dass ich so laut rede, aber gut. Nee, Das das Handy Handy war war auch leise. mega leise. Okay. So, gut. Wie Alles gut geht's? bei euch? Ja, bei mir ist Ja. alles gut. Ich sitze jetzt hier bei der Couch, meine wunderbaren Pflanzen im Hintergrund. Ja, Hey. auch. Ja, Lina hat auch richtig grünen Daumen entwickelt, so in den letzten paar Monaten. Jetzt Ja. gerade zu der Zeit natürlich noch mehr. Spannend Zeit. Lief alles ganz grün, ja. Es Ja, verwelkt auch nichts mehr und es stirbt auch nichts mehr. Ich bin sehr stolz auf mich. Alle meine Blumen sind noch fit. ja, okay. Dann schreib mir mal deine Tipps, weil, naja, so grün ist bei mir nicht. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr Zeit habt. Wir haben so ultra, also ich glaube, wir haben noch nicht so viele Fragen bekommen. Es sind unfassbar viele Fragen, aber wir versuchen jetzt mal so viele wie möglich zu beantworten. Ja, Beziehungsweise gerne. hier, ich stelle sie nur. Ja, vielleicht könnt ihr einfach mal kurz schon, ich meine, das Übliche, wie geht's euch gerade? Was macht ihr so? Mit wem seid ihr in Quarantäne? Wie vertreibt ihr euch die Zeit? Mit Kaffee? Genau, Genau. mit Kaffee. Ja gut, du trinkst ja gerade Kaffee. Also ich würde sagen, mal so, mal so. Also es gibt so Momente, in denen fühlt man sich besser, in denen geht es einem besser. Und es gibt Momente, in denen irgendwie das alles hier so ein bisschen über Kopf steigt. So, ich bin halt sehr froh, dass Lina und ich gemeinsam hier Social festgehalten sind. Distancing betreiben. Genau, so klar, manchmal gehen auch wir uns dann so ein bisschen auf den Sack, aber das Gute ist ja, dann kann ja jeder in sein Räumchen gehen und wir sind beides sehr harmoniebedürftige Menschen, deswegen kommen wir auch schnell wieder dann Zurück. zurück. Aber ansonsten, ich denke, wir schlagen uns eigentlich. Wenn das dein Maßstab Nein, ich bin ist. nicht mehr im So, ich Nachtrag. glaube, Alles gut. Wie bitte? ich glaube, es hing gerade kurz, aber Oh jetzt ist nein. wieder alles. Ja, also ihr schlagt, ja, ihr schlagt euch ganz gut. Ja, Ja, super. war, Genau, wir schauen ich uns weiß ganz jetzt nicht, gut. ob es bei mir, aber na, okay, macht ihr auch Musik gerade oder seid ihr irgendwie. Ja, also ich persönlich schreibe für mich ein paar Texte mal hier und da. Tillmann ist ja sowieso immer sehr kreativ unterwegs, finde ich auch. Meistens sogar mit mehr Feuer und Flamme als ich. Oft, muss ich sagen. Ja, doch. Ja, doch, schon. Schon. Also jetzt sind wir natürlich beide so ein bisschen, ja, was soll man jetzt machen? Bei mir waren auch ein paar Sachen geplant. Das wird jetzt Ja. alles schon wieder verschoben. Wow. Auch was die Musik betrifft. Das standen wir auch alle schon so in den Startlöchern. Und wir waren so, ja, und jetzt ist es so, Ja, voll schade. Ist echt, jetzt haben sie ja noch mal verschoben, also dass man irgendwie bis Ende August Ja, nicht nicht wirklich mehr auftreten darf und mehr so. machen kann. Gut, Ja, da hätte ich jetzt eh noch keine Tour hingezaubert, aber für Tillmann wird es langsam, also dass deine Tour noch stattfindet, ich bete. ich hoffe Ja. auch. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Letztendlich ist das Wichtigste, dass es für uns das Wichtigste Und ist. dass Also allen gut geht, ja. quasi, es steht ja, über der Tour steht natürlich die Gesundheit aller. Und Ja. deswegen, so sehr ich das natürlich auch will, wenn es am Ende keinen Sinn macht oder wenn Experten sagen, dass das noch nicht stattfinden darf, nicht soll, dann Ja, soll es auch nicht muss so man das sein. auch akzeptieren. Ja, und es ist ja dann auch nicht für immer verschoben, sondern es kommt ja Nö, dann es ist nur hoffentlich. aufgeschoben. Genau. Genau, es kommt ja irgendwann wieder. Ja, und sonst habt ihr irgendwelche neuen Hobbys entwickelt oder mit was vertreibt ihr so euch so die Zeit? Na los. Hast du ein neues Hobby, Lina?
Was heißt neues Hobby? Aber ich habe tatsächlich angefangen, also eigentlich habe ich es davor schon angefangen, aber dann in der ganzen Dancing- und Eiszeit konnte ich es wieder nicht machen, weil ich ja auch gar nicht zu Hause war so wirklich. Und sowieso zu viel zu tun hatte. Aber jetzt bin ich tatsächlich voll im Kochmodus. Ah ja, okay. Also ich koche eigentlich jeden Abend. Und das Ding ist, für alle unsere Freunde und für alle, die uns halt so ein bisschen besser kennen, bin ich halt wirklich überhaupt nicht die Person, der man das irgendwie eigentlich zutrauen würde. Okay. Also ich bin halt eher der Tollpatsch, dem die ganzen Nudeln aus dem Wasser kippen und all sowas. Und vor ein paar Jahren, ja, wusste ich wahrscheinlich nicht mal, wie man Nudeln kocht, aber ist okay. Vor 4 Jahren hat Lea noch 2 Freundinnen gebraucht, um Nudeln mit Pesto zu machen. Naja, aber irgendwann... Und jetzt mache ich richtig Auflauf, jetzt mache ich gefüllte Paprika, ich bin richtig gut. Ich backe jetzt auch und ich muss sagen, das war eigentlich alles perfekt, bis auf, dass meine Cookies leider nicht platt geworden sind. Das waren so runde, das waren so Kügelchen. Aber sie bringt mich auch dazu, Dinge zu essen, die ich vorher noch nie gegessen habe. Ich bin, was Essen so angeht, relativ krüsch, würde ich behaupten. Ja. Aber sie hat es geschafft. Ich habe mein ganzes Leben lang mich gegen gefüllte Paprika gewehrt. Und jetzt wollte sie schon öfter machen und ich habe immer gesagt, nee, ich habe nicht so Bock darauf. Und dann meinte sie jetzt so, jetzt mach ich und du probierst das jetzt. Und ich glaube, das zählt jetzt zu eins meiner Lieblingsgerichte. Ihr macht das sogar mit dem Veggie-Hack. Also das ist sogar tatsächlich egal. Fleischfrei. Dass es fleischfrei ist, hat ihn auch nicht gestört. Ja, also du isst eigentlich ja schon noch Fleisch, oder? Also ich esse Fleisch, ja. Genau, und du bist ja vegan, oder? Nee, vegan bin ich nicht, vegetarisch. Nee. Okay, vegetarisch. Ja. Ja. Aber also kommt ihr da schon klar, dass ihr beide irgendwie in der Küche... Wir kommen super klar, weil ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, ich muss immer Fleisch essen. Ja. So, ich zum Beispiel bei mir am Set, wenn da wird ja gekocht und dann gibt es ja dann Catering. Und es ist ja nicht so, dass jedes Mal, wenn es da Fleisch gibt, nehme ich auch Fleisch. So, ist halt auch bei mir so, manchmal habe ich halt auch weniger Lust, manchmal habe ich mehr Lust, aber ich esse auf jeden Fall Fleisch. Mit mir zu Hause, hier gibt es eigentlich sowieso kein Fleisch. Also meistens ist auch ganz oft den Fleischersatz. Genau, hier ist halt dann der Kompromiss halt so, dass ich halt denke so, okay, manchmal kaufen wir Fleisch, wenn es halt sich lohnt, dass Evi davon auch was zum Beispiel abhaben kann. Hier. Ja, ja. Mach hallo. Ist sie auch da? Hallo. Oh, Rosi, du rutscht aus. Dann machen wir es mal so, dass irgendwie was... Dass sie sich das Hähnchen teilen. Hähnchen kaufen und dann kriegt sie die eine Hälfte, ich krieg die andere Hälfte. Aber sonst ist es für mich auch vollkommen in Ordnung. Also ich muss da echt kaum zurückstecken. Ja, also ich weiß, also es gibt ja, wie du schon sagst, es gibt auch so geile Rezepte, man braucht auch nicht immer Fleisch und auch so viele irgendwie Ersatzprodukte, die auch, also ich weiß, ich finde, manchmal schmeckt man da gar keinen Unterschied von dem her. Ich find's sowieso super krass, dass das bei dem Fleisch so gut geht. Für mich, ich versuche natürlich auch, auch teilweise das halt vegan zu machen. Also ich meine, gut, wir essen so viel Nudeln, das ist eigentlich sowieso oft sehr vegan. Aber was mich immer so ein bisschen ärgert und wo ich echt nicht drauf klarkomme, ist, dass es noch nicht geschafft wurde, einen krassen Käseersatz herzustellen. Ja, stimmt. Weil... veganer Käse. Genau, es ist alles so und das Fleisch, du denkst dir so, oh mein Gott, es schmeckt wie richtiges Fleisch und dann beißt du in so einen Fake-Käse rein, außer so Fake-Camembert, der ist ganz gut, aber dann beißt du da so rein und denkst dir so, wieso, bist du vegan oder bist du vegetarisch? Nee, also vegetarisch, aber jetzt auch erst so komplett seit diesem Jahr, davor habe ich schon Fleisch gegessen, aber jetzt zieh es mal so durch. Was hat dich letztendlich dazu bewegt? Ist eine gute, also es war schon jahrelang so ein Ding, weil ich eigentlich so ultra tierlieb bin und dann immer alle so, passt ja nicht so ganz zusammen. Und ja, dann weiß ich nicht, so über Weihnachten. Sorry, ja, Entschuldigung. Über Weihnachten hat man wieder so viel Fleisch gegessen und dann dachte ich mir so, okay, ganz ehrlich, jetzt, also ich davor, also bei mir zu Hause gab es sonst nie Fleisch, aber so, wenn man dann bei den Eltern wieder zu Hause ist und so, dann immer so, oh, die Kinder kommen, da mache ich halt mal einen Schweinebraten und wieder. Gulasch. Ja, genau. Und dann, genau. Deswegen so. Aber ja, vegan jetzt auch nicht. Und auch immer, wenn ich mit Leuten rede, dann immer so, ja, vegetarisch, kein Problem. Aber vegan könnte ich nie sein, weil Käse, ich brauche Käse. Der Käse, das ist echt krass, das sagen echt alle. Das ist so ein krasses Problem, aber das wird schon. Oder viele. Das wird schon noch und ich bin da sehr, sehr guter Dinge. Ja, irgendwann muss ja mal jemandem was einfallen. Ja. So, weiter geht's. Ja, wie gesagt, ich habe eure 1 Milliarde Fragen schon so ein bisschen durchgeguckt, aber vielleicht können wir noch ein bisschen so über Musik reden, weil alle fragen sich natürlich, kommt jetzt bald wieder was Neues? Plant ihr irgendwie neue Songs, neue Alben, neue
was auch immer, ein Duett. Ja. Könnt ihr was dazu sagen? Soll ich einfach mal anfangen? Achso, ja, fang an. Ja, also bei Tillmann, das ist ja wirklich schade, dass vor allen Dingen das Release-Konzert auch nicht geklappt hat oder in unserer Sprache das sogenannte Reloise-Konzert, weil ich damals, das war bei Ego, ne? Genau. Als Ego rauskam, mein Album, da habe ich einen Kuchen bekommen von meinen Produzenten, also und meinen Freunden und mein Management, und der Bäcker hat sich verschrieben und hat nicht Release, sondern hat Reloise drauf geschrieben. Okay. Und seitdem ist das für uns immer der Reloise-Tag, ja, oder halt das Reloise-Konzert. Deswegen ist es sehr schade, dass das nicht stattfindet. Und die Tour, ja, wir hoffen einfach, dass das irgendwie funktioniert. Aber wie gesagt, die Gesundheit ist am wichtigsten, und du hast ja auch gerade erst deine EP rausgebracht. Ja. Von daher, Tillmann ist so, ging das richtig ab die letzten Monate. Ja, ja. Und bei mir ist es ist halt schwierig, weil natürlich für mich war letztes Jahr halt ziemlich früh klar, dass es kein Album gibt, kein viertes. Aber was ja trotzdem gleichzeitig klar war, war, dass es auf jeden Fall ein viertes Album geben wird. Nur halt nicht im Jahr 2019. Hä? Welches Jahr haben wir denn jetzt? 2020 haben wir jetzt. Ah, gut, dann nur nicht im Jahr 2019. Ja. sondern halt eigentlich im Jahr 2020 oder halt so früh wie möglich. Jetzt muss ich zugeben, dass sich das natürlich alles wieder so ein bisschen bröckelt. Mhm. weil man kann ja jetzt auch, man kann einfach, du kannst viel über Videochat machen und es klappt auch super. Ja. Und wir haben unsere Freunde und Produzenten ja sowieso auch in Hamburg eigentlich und den Rest halt über Video, aber zum Album gehört ja leider nicht nur Songs schreiben oder einsingen dazu, sondern halt auch viele andere Sachen. Und das stockt jetzt leider so ein bisschen, aber we're still going strong, und ich werde dieses Jahr auf jeden Fall nicht verlassen ohne neue Musik. Es muss nicht direkt, ich werde jetzt kein Album direkt versprechen, aber es wird auf jeden Fall neue Musik geben, weil ohne schaffe ich es nicht. Ja, und deine Fans vor allem auch nicht, weil nee. Das war eine der häufigst gestellten Fragen. So, wann kommt ich habe meine Strahler da draußen auch noch eine kleine Überraschung. Ich teaser das Ganze heute schon an. Tillmann hat die Überraschung schon gesehen, ne? Yes, die ist sehr cool. Yes. Und morgen um 14 Uhr gibt es die dann. Okay, also. Nichts Großes, aber halt was Kleines, was uns irgendwie allen am Herzen lag und von emotional hohem Wert. Von emotional hohem Wert, das war gut. Ja, nee, ich glaube, da sind, glaube ich, alle schon happy, wenn sie wissen, dass auf jeden Fall was kommt, morgen schon was kommt, und dann aber auch überhaupt im Jahr noch. Ja, ist ja irgendwie so ein bisschen das Einzige, womit man sich gerade so, also was heißt das Einzige, aber so, ich glaube, dass viele sich mit Musik einfach gerade gut auch über Wasser halten. Total. So viele Nachrichten auch immer bekommen, so, oh, mit dem, nur weil ich die Lieder von dem und dem hören kann, kann ich überhaupt irgendwie, komme ich hier klar und so. Und deswegen, glaube ich, geht es da den Fans von euch genauso. Also die hören auch mega oft eure Songs und denken sich dann, Gott sei Dank, gibt es die? Kann ich Lilas Lieder hören oder kann ich Tillmanns Lieder hören? Ja, ich muss sagen, ich habe das tatsächlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde das ganz lustig. Ich weiß nicht, ob es anderen Künstlern oder Musikern auch so geht. Vielleicht nicht, aber auch so ein kleiner spezieller Fall. Jetzt momentan geht's wieder, weil wir letztes Jahr halt nicht in so einer krassen Albumphase waren. Aber ich finde, wenn sich bei mir in meinem Leben dann alles um dann meine Musik dreht eigentlich, dann bin ich immer so, ich kann nicht mehr, ich kann jetzt nicht den ganzen Tag noch Dauerbeschallung auf den Ohren haben von irgendwelchen anderen Sachen. Ja. Das war letztes Jahr ganz angenehm, da konnte ich Ariana und Selena, und ich konnte alles so richtig krass aufsaugen, und jetzt auch immer noch. Deswegen, Musik ist extrem wichtig, und ich finde, warum klingelt es? Was zur Hölle? Habt ihr was bestellt? Bei mir hat es gerade auch noch geklingelt. So ein Nein, wir haben nichts bestellt. Oh. Komisch. Aber ich finde es auch ganz wichtig, neben der Musik auch, dass man Filme hat, dass man irgendwie jetzt auf den ganzen Serienportalen irgendwie auch gucken kann. Also weiß nicht, das ist für mich auch so eine kleine Ablenkung. Ja, und halt, dass man natürlich auch puzzeln kann. Beim Puzzeln höre ich dann immer Musik oder Podcast, also von daher. Ja. Was schaut ihr gerade und was hört ihr gerade so auf Dauer? Okay, also hören tue ich eigentlich das neue Dua Lipa Album habe ich jetzt 500.000 Mal durchgehört schon. Tillmann kommt gleich wieder. Hoffentlich. und was die Serien betrifft, ich wünschte so sehr, ich hätte letztes Jahr Grey's Anatomy nicht so durchgesuchtet, weil dann hätte ich es jetzt. Ja. Habe ich nicht, muss ich mit leben. Game of Thrones haben wir auch durch. Also man hat irgendwie nicht mehr so das richtig Krasse. Aber wir haben jetzt angefangen mit Breaking Bad. Ah, okay. Das hatten wir noch nicht, und alle sagen, ja, es soll super sein.
Ja, ich habe es auch noch nicht gesehen, aber das, ich glaube, da ist auch ein bisschen, dass es viele vielleicht das Thema ein bisschen abschreckt. Also so ist es bei mir zumindest. Ja, ich finde es auch. Denk, will ich irgendwie 20.000 Folgen, also da drüber sehen, aber gut, andere feiern so krass und das sind jetzt auch, also weiß ich nicht, Leute, die ganz andere Serien auch feiern, deswegen. Ja, und für meine Mädels, ich habe Tillmann gezwungen, mit mir Vampire Diaries anzufangen. Also, ich meine, ich habe es schon durch, aber ich habe Tillmann gesagt, mir ist so langweilig und wir wissen nicht so ganz, was wir manchmal abends machen sollen. Ich finde es so ganz faszinierend, dass die Laune irgendwie, solange das helle Tageslicht da ist und das Wetter gut ist, ist alles Ja, in Ordnung. Und stimmt. finde ich, sobald es dunkel draußen wird, ist es so ein genereller Dämpfer, der Voll, einmal kurz durch die Wohnung geht. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist bei anderen auch so. ja. Und dann habe ich halt Vampire Diaries, ich habe so lange gebettelt, jetzt 5 Jahre fast. Oder 4 Jahre. Und jetzt hat er sich dazu rumkriegen lassen. Wir sind aber bei Folge 5 stehen geblieben, weil. War es nicht Folge 4? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat es Nein, wir sich sind Gott also sei eher, Dank ne? nicht Oh, du bist durchgesetzt. so doof! Warum Gott sei Es Dank? ist halt einfach nicht meine Serie. Also Lina hat so lange drum gebettelt. Und irgendwann kam es dann sogar von mir aus, weil ich mir dachte, so, vielleicht ist das so eine kleine Aufmunterung. Das war wieder so eine Phase, wo es so ein bisschen schwieriger war, dass wir alle eingeschlossen sind. Und dann Ja. meinst du, ey, komm, lass uns eine Folge Vampire Diaries Richtig. gucken. Und sie war so, ja, Vampire Diaries. Und ich habe dann da gesessen und dachte mir so, Wow. oh Gott, das ist nicht so mir. Aber er hat mit mir komplett Pretty Little Liars durchgeguckt. Ja. Alle 7 Staffeln. Deswegen dachte ich so, dass. Das war aber auch ein Kampf. Aber zwischenzeitlich war es dann ganz cool, aber es war schon zwischenzeitlich auch echt ein Kampf. Ja, ist Ich will jetzt okay. nicht spoilern, aber ah, nee, doch nicht. Ah, nee, doch nicht. Nochmal. Und die gleiche Geschichte nochmal. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, da scheinen sich auch ein bisschen die Geister. Also, das war, glaube ich, Ja. bei Pretty Little Liars generell so, dass viele so bei den späteren Staffeln dann so meinten, ja, okay, also jetzt. Ging mir aber genauso. Ja, also geht, glaube ich, da jedem so. Aber es ist dann vielleicht eher dann auch was für Jungs, weil es ein bisschen spannender ist, oder? Wobei es auch um Mädchen geht. Tillmann meinte, weil es um Mädchen geht und bei Vampire Diaries halt um zwei Boys. Ja, stimmt. Ja, Hä, stimmt. das hast du doch gesagt. Du hast gesagt, bei Pretty Little Liars liefen wenigstens noch 4 hübsche Mädchen rum. Das habe ich gar nicht gesagt. Was erzählst denn du jetzt? Warum denn Nee, ist nicht? okay. Nein, ist okay. Lass mir einfach so stehen. Das, ja, aber okay. Also ich muss sagen, Aber es ist wirklich habe so, ich. ohne Hannah hätte ich das auch nicht geguckt. Ich liebe Hannah. Ja, Ich bin auf eigentlich. jeden Fall Team Spencer. Weil sie die Schlauste von allen ist. Okay, bist du Team Damon oder Team Stefan? Ich bin Team kein Vampire Diaries. Sad. Okay. Habt ihr vielleicht zwei Fernseher oder einer schaut dann auf dem Laptop Vampire Diaries? Tillmann zockt gerade wieder ganz viel, Genau, ne? ich spiel tatsächlich wieder Computer jetzt. Ah, und was? Ich spiele Anno 1800. Das ist so ein bisschen So nerdig, Strategie, oder aber nicht? das ist so ein Aufbauspiel, das spielt 1800. Und da hat man dann so Inseln auf so einer Landkarte und dann muss man, fängt man an mit Bauern und dann werden daraus Handwerker und Bisschen wie Animal Crossing, nur das nur krasser. Architekten und Investoren. Und das kann man alles richtig groß ziehen. Das kann man vor allem Mehrspieler spielen, das ist ganz cool. Das spiele ich mit meinem Kumpel Chris zusammen. Ich Und muss zum Teil auch tatsächlich mit unserem Produzenten, der war auch mit dabei zwischenzeitlich. gleich. Das ist dann geil, dann kannst du so mit mehreren Leuten, dann kann man so handeln und aufbauen. Und ja, weiß nicht, da habe ich mich so ein bisschen drin verloren. So aktuell, glaube ich, zählt mein Streaming-Dienst 119 Stunden, die ich da schon rein investiert habe. Ja, gut, aber. 119 Stunden. Ja, das ist schon viel. Marci, was machst du denn da? Aber andererseits muss man halt auch sagen, dass wir echt Glück haben, dass wir so viele Möglichkeiten haben. Also, weil, wenn man sich jetzt überlegt, früher kein Internet, keine Ja, Spiele, das wäre krass. Netflix. Also, das muss man sich mal vorstellen. Dann wäre so, okay, ich höre jetzt Marci. Radio. Oder ich weiß nicht, was hätte man da gemacht? Deswegen. Ja, Marci, komm her. man hätte wahrscheinlich mehr mit sich selber beschäftigen müssen. Wahrscheinlich mehr lesen, mehr Musik machen, irgendwie sowas. Aber was ich mir auch immer denke, ist, ich bin so dankbar über dieses Wetter, weil wenn Ja. jetzt noch alles verregnet wäre, regnerisch, grau oder richtig kalt oder so, dann wäre das alles echt was komplett anderes und sehr, sehr, sehr viel schwieriger zu bewältigen, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Also ich dachte mir auch schon, wenn es jetzt grau wird, dann wird es, glaube ich, schwierig. Aber naja, Nein, wir hatten. wir sind generell super krass privilegiert und in so einer krassen Luxussituation. Ja. Aber gut, für uns wirft es dann wieder andere Schwierigkeiten irgendwie im Kopf auf oder so. Deswegen finde ich das auch immer schwierig zu sagen, dass nur weil wir Internet haben, wir glücklich sein sollten. Nee, überhaupt nicht. Weil, ich meine, klar, sollten wir, aber das hat ja leider nichts damit zu tun, was im Kopf abgeht.
Nee, das stimmt. Also aber der auch. Hund, der Hund ist, also ja. Evi macht, ja. macht alles 500% voller. Ich habe vorhin das eine Bild von Evi gesehen und dann hab ich so zu meinem Freund umgedreht und dann so, wir brauchen auch einen Hund. Dann ja. Das ja nicht. Also ja, will ich ja schon Ewigkeiten, aber Evi, und, ja, mal schauen. Vielleicht. Also, jetzt ist eine gute Zeit eigentlich. Ja, jetzt wäre eigentlich mega die gute Zeit, wenn man Zeit hat, ja. sich damit zu beschäftigen. Aber naja. Naja. Tierhaltung ist auch ein bisschen schwierig jetzt. Tatsächlich, glaube ich, da dann, also kann man auch nicht einfach rein und mal schauen. Nee, beim Tier, ja genau, aber Tierheim wäre eigentlich auch wichtig. Das war bei uns so ein bisschen schwer, weil wir halt genau diese Rasse brauchten. Oder halt eine genau dieser Rassen, die halt allergikerfreundlich sind. Ja. Klar, da kannst du im Tierheim auch mal Glück haben, aber ja. hatten wir jetzt nicht. Ja, ja. Zumal, dann musst du ja im Tierheim auch nochmal gucken, ob der Hund dann tatsächlich noch irgendwie Special Needs hat oder irgendwie halt, weil ich meine, Evi, das war so einfach, wir haben Evi mit 3 Monaten auf Tour genommen. Ja. Und das mussten wir halt machen. Und deswegen war das auch in dem Fall auch nochmal wichtig, dass sie wirklich sehr, sehr einfach ist und dass jetzt nicht so eine komplexe Erziehung wird. Ja. Und wir haben es ganz gut hingekriegt. Wir haben sie ein bisschen abgeschreckt, aber ist gut. Ja, also die halten schon ein bisschen was aus. Die sind eh immer happy, Hauptsache sie sind dabei. Und genau, so. Also sie ist der derbe, entspannte Hund. Sie ist ja. sehr wild manchmal, aber sie ist halt extrem entspannt. Also ja, man kann eigentlich alles mit ihr machen. Ja, ja, mega gut. Ja, so soll es auch sein, weil sonst kann man sie nicht überall mit hinnehmen, wenn man dauernd denken muss, okay, jetzt rennt sie weg oder jemand fasst sie an und dann, weiß ich nicht, reagiert sie blöd, aber gut. Mit so einem süßen kleinen Dudel. Das haben auch viele wegen Ilvi geschrieben, weil die lieben die, ja. glaube ich, alle. Ja. Und, ja, wie ihr auf den Namen gekommen seid, wollten viele wissen, aber wahrscheinlich von Vicky, oder? Ja, also da kenne ich den Namen her. Wir haben lange überlegt. Wir haben erstmal lange überlegt, ob, wenn wir die Möglichkeit haben, ob wir einen Rüden haben wollen oder halt ein Weibchen. Ja. Und dann waren wir erst tatsächlich, dass wir einen Rüden wollen. Und dann kamen wir da an und dann gab es aber nur noch Weibchen. Wir waren dann, ja. Also für uns. Wir waren eh so, es kommt ja auf den Hund an, ne? Genau. Aber wenn man eine Präferenz hat, erst bei einem Rüden und dann aber gab es nur noch Weibchen, das war aber auch vollkommen in Ordnung. Und jetzt bin ich tatsächlich sogar, aber schon länger, aber ich war dann tatsächlich ab einem Zeitpunkt total froh, dass wir ein Weibchen haben, weil irgendwie finde ich das jetzt, ich meine, ich hätte einen Hund natürlich, also beziehungsweise einen Rüden genauso geliebt wie ein Weibchen, aber ich bin total froh, weil jetzt habe ich hier so meine 2 Mädels so, das ist schon echt so richtig schön. Und wir haben uns dann ganz, ganz viel mit Namen auseinandergesetzt, vor allem haben auch Freunde im Freundeskreis Kinder bekommen. Und so, genau, dann heißt, wir mussten uns mit denen auch kurz schließen, was haben die für Namen? Nicht, dass man dann auf einmal irgendwie zufällig genau den gleichen Namen hat. Und das war so lustig. Ich hatte mit einem, weil ich war so mehr oder weniger die ganze Zeit gegoogelt hat und dann haben wir das immer besprochen, was für Namen das sind. Ja, und deswegen war ich halt auch mit unseren Freunden im Kontakt, besonders auch mit einem, weil das Kind kam tatsächlich genau zur gleichen Woche fast auch. wir dann irgendwie ja, hatten. Und, nee, und derjenige und ich, wir hatten ernsthaft öfter, also 3-mal die gleichen Namen in den letzten 5 Namen, die es überhaupt für jeweils gab. Weil wir ja mit Ilvi, wir wollten halt, ich wollte teilweise manchmal auf so einen Weg wie Flocke oder sowas. Also ja. halt nicht wirklich menschlichen Namen. Aber ja. dann waren wir ja doch bei sehr menschlichen Namen angelangt und deswegen hat sich das so sehr abgeglichen. Das war so lustig. Naja gut, jetzt heißt sie Ilvi. Weil ich dann irgendwann schwedische Vornamen gegoogelt habe. Mhm. Und dann war und der, und aber wir haben Ilvi, ja erst. Ilvi ist, genau, Ilvi ist ja auch vor allem die Freundin von Vicky. Genau, Vicky, ja. Genau, und bedeutet ja kleine Wölfin. Ja, meine, also tatsächlich, meine kleinste Halbschwester heißt auch so. Deswegen fand ich es so süß, als ich es gelesen habe, dass euer Hund auch so heißt. Weil davor hatte ich den Namen nicht auf dem Schirm, weil ich war jetzt nie so ein Vicky. Schaue. Und dann, ja, als meine Schiefmama mir das damals gesagt hat, so, ah ja, voll der süße Name, aber noch nie gehört. Sie so, was, doch Vicky und so. Und, aber jetzt, seitdem höre ich ihn halt immer wieder. Das ist, ja, ja, ich finde den Namen auch mega schön. Wir haben sie dann aber auch erst im Auto auf dem Weg nach Hamburg so genannt. Wir haben sie, ja. wir waren uns nicht ganz sicher. Ja. Ich weiß gar nicht, was der andere Name war, ehrlich gesagt. Ich glaube, der andere war... Ah ja, irgendwas mit mir, genau. Und dann haben wir irgendwann... Im Auto haben wir so gesagt, nein, sie heißt Ilvi. Genau. Ja. Wobei sie tatsächlich eher keine kleine Wölfin, sondern eher eine kleine Katze ist. Sie hat irgendwie total viele Eigenschaften von der Katze.
Lustig. Wenn man irgendwie so, wenn man halt was wirft oder so, mal im Park ist und so, siehst dann halt, nimmt sie sich das und geht dann in irgendein Plätzchen und will es dann da behalten und knabbert drauf rum. So eher so, so Sachen behalten wollen, so ein Körbchen verschleppen, so. Sie ist eher so. Sie ist auch immer eher so tatzig. Sie ist nicht so, dass sie irgendwas jagt, sondern sie ist so, dass sie es dann anvisiert und manchmal halt auch so einfach so einen Satz macht, wo ich mir halt so denke, was ist das? Manchmal leckt sie sich auf die Pfoten. Genau. Geil. Vielleicht hatten sie eine Katze da, wo sie geboren wurde. Und ja, ich glaube, die hatten da auf jeden Fall Katzen, aber die hatten auf jeden Fall. Hatten die? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, dass die Katzen hatten. Aber das war so ein Riesenhof, also sie war eher unter Hunden. Okay. Und kommt noch ein zweiter Hund, haben auch viele gefragt. Oder habt ihr geplant, irgendwann euch noch einen zweiten zu holen? Ja, sag du. Ja, irgendwann auf jeden Fall. Irgendwann auf jeden Fall. Also das ist natürlich schon ein Traum. So, ja, für mich auch. So einen zweiten Hund, das ist schon cool, dann ist Emi nicht alleine. Die Frage ist natürlich, wie reagiert sie dann auf einen zweiten Hund? Das müssen wir natürlich vorher alles ausprobieren, dass man natürlich auch beiden Hunden gerecht wird. Aber so vom Herzen her auf jeden Fall ein zweiter Hund wäre richtig, was richtig Tolles. Aber jetzt momentan ist halt schwierig. Ja, momentan ist schwierig. Ja, also da müsste man irgendwie gucken, dass man dann vielleicht die Hunde-Großeltern mehr aktivieren kann quasi, wenn die nicht mehr wirklich zur Arbeit gehen, sodass man dann auch wirklich einen Platz hat, wo auch zwei Hunde hin könnten. Weil jetzt, wo wir zum Beispiel in den USA waren, wenn du dann halt, da haben wir sie auch aufgeteilt zu einer Freundin und zu unseren Eltern, eine Woche da, eine Woche da. Das ist mit einem Hund immer ganz okay, aber ich glaube, wenn du dann halt spontan ankommst mit zwei Hunden. Kannst auf zwei Hunde aufpassen. Ja, genau. Das sollte man dann schon vielleicht innerhalb der Familie irgendwie vorher einmal erklären, ob da jemand bereit wird, die dann auch zu nehmen. Ja, voll. Okay, so. Ich könnte ja noch 20 Stunden über euren Hund quatschen, weil ich auch so Hunde so liebe. Aber ja. Hab ich auch ein paar mehr Fragen. Aber als allererstes. Meine Mama. Ja, schön. Aber als allererstes habt ihr ja noch eine kleine Überraschung. Ich dachte, das machen wir jetzt gleich mal, weil ja jetzt schon viele zugucken. Ja. Die extra für unsere Bravo-Community zusammengestellt habt. Also erzählt uns doch mal. Okay. Du meinst es, ja, genau. Ich meine das, genau. Wir haben mal ein Überraschungspaket und zwar ein kleines Gewinnspiel. Und zwar, jetzt kommt's. Die Frage zu dem Gewinnspiel ist, wie viele T-Shirts gibt es in Linas und in meinem Shop insgesamt? T-Shirts. Genau, wie viele T-Shirts, die Anzahl an T-Shirts, die man in meinem und Linas Shop zusammen gezählt finden kann oder bestellen könnte. Das ist die Frage. Und was gibt es dafür? Dafür gibt es ein extrem cooles Überraschungs-Merch-Paket. Ganz so überraschend ist es natürlich nicht. Tilman und ich haben ein bisschen Ahnung von dem, was da drin ist. Zusammengestellt. Zusammengestellt. Es würde sich auf jeden Fall sehr lohnen, würde ich mal sagen. Also ungefähr doppelt Ostern gefühlt. Okay. Für dieses Paketchen. Genau. Und dafür müsstet ihr die Antwort allerdings wissen, wie viele T-Shirts es insgesamt in unseren Shops gibt. Genau. Und bevor ihr jetzt alle nur noch Zahlen kommentiert, das Gewinnspiel findet noch nicht jetzt statt. Genau. Oh, stimmt. Genau. Aber gut. Es sind sehr viele unterschiedliche Zahlen. Manche haben bestimmt gerade schon nachgezählt. Alles gut, ihr müsst euch nicht so beeilen. Ihr könnt es nochmal nachzählen. Genau. Also, es wird wie folgt aussehen. Den Livestream gibt es wie alle unsere Livestreams. Ich denke mal so nächste Woche. Also nach und nach stellen wir alle auf IGTV hoch. Und sobald dann der Livestream von heute in unserem IGTV ist, also im Bravo-Account, dann könnt ihr da kommentieren und die Frage beantworten. Da schreibe ich euch die Frage auch nochmal in die Caption. Also ganz ruhig. Und ja, dann gebe ich dem Gewinner Bescheid und ihr verschickt dann ein Riesenpaket. Ich habe schon ein bisschen was gesehen. Es ist mega, mega gut. Also mega. Deswegen, ja, auf jeden Fall dann alle kommentieren. Aber wie gesagt, keine Panik. Ihr könnt alle noch mitmachen. Auch alle die jetzt erst eingeschaltet haben und sie fragen, wovon die Leute gerade reden. Von dem Gewinnspiel. Es gibt ein großes Gewinnspiel. Es gibt ein super cooles Gewinnspiel. Und ihr müsst noch nicht jetzt kommentieren, sondern erst, wenn dieses Video hochgeladen ist, bei dem IGTV-Account von Bravo. So, was ich mir als nächstes überlegt habe, weil wirklich so viele Fragen kamen, dass ich die gar nicht alle komplett durchschauen konnte, dass ich mir, könnten wir vielleicht so eine schnelle Fragerunde machen. Ja. In der ich einfach random Fragen auspicke und euch die nacheinander zuwerfe. Die haben jetzt dann dementsprechend natürlich thematisch wenig Zusammenhang, aber ich glaube,
Es wird lustig. Also es sind wirklich lustige Fragen. Beziehungsweise auch einfache und ja. So, Das heißt, wir bouncen einfach genau, also die ihr dürft Antwort schon rein. normal antworten, aber ich wollte jetzt Okay. euch nur darauf vorbereiten, dass jetzt Fragen kommen, die vielleicht, also das Schnelle. eine geht übers Essen und das nächste dann über Filme, keine Ahnung. Also Okay, das kein wird mal Ding. zusammen. Okay. Also was ganz viele wissen wollen, auch hier in den Kommentaren, ist, was du, Lina, zu den neuen Bibi und Tina-Mädels sagst. Also da gibt es ja jetzt eine neue Serie und wie du diese findest und die schon gesehen hast, ob du da was weißt. Okay, also ich kann ja mal ganz ehrlich sein. Bitte immer. Die beiden Mädels finde ich super süß. Also ich finde, das ist ziemlich gut gecastet worden. Besonders die Bibi finde ich einfach ultra süß. Ich finde, das ist so ein Bibi-Gesicht. Das ist echt super gut. Und Tina natürlich auch. Und auch die ganzen Trailer und Teaser, die ich mitkriege, finde ich echt cool. Das ist natürlich immer noch in unserem Look und das ist auch wichtig, aber es finde ich noch so ein bisschen angepasst. Ich meine, der Ja. letzte Film ist auch schon so 4 Jahre her. Ja, stimmt. Und ich freue mich auch für das gesamte Team, weil es war unser Team. Also es war so ein bisschen, ja, es war sehr viel Herzschmerz für mich. Und das ist jetzt auch die Stelle, an der ich ganz ehrlich bin. Ich muss sagen, und ich habe auch schon mit der Produzentin darüber geredet, weil ich das einfach für mich persönlich noch nicht geschafft habe, es zu gucken. Ja. Also ich bin bisher noch nicht emotional stabil genug gewesen, um Oh. mir das anzugucken und nicht die ganze Zeit zu heulen. Deswegen, da warten wir einfach noch mal, bis der Punkt gekommen ist und ich es mir dann angucken kann. Aber ich hab natürlich trotzdem einiges mitgekriegt und ich hoffe, dass wenn die dann, falls sie noch mal irgendwann drehen sollten, ich hoffe doch, ich weiß es überhaupt nicht, keine Ja. Ahnung. Aber weil ich wollte letztes Jahr eigentlich mal vorbeischauen beim Dreh und das hat dann irgendwie auch nicht geklappt. Ja. Keine Ahnung, wie das jetzt so läuft. Wenn es nochmal irgendwann die Option gibt, will ich natürlich auch das machen. Gerade halt, weil es auch einfach das Team von früher ist, auch das Team, was du kennst. Ich Ja. glaube, für dich ist es natürlich weniger. Für mich ist was Du anderes wurdest halt natürlich nicht so noch. ausgetauscht. Aber ich Ah. meine, wir wussten es alles. Ja. Das war nicht so von wegen, ja, hier, die neuen Bibi und neue Tina oder so, sondern das war alles ein ganz offenes Gespräch. Es kam für mich zwar an irgendeinem Punkt dann doch ziemlich schnell, wo ich so Naja. dachte, oh Gott, ist so schnell schon, aber das war alles total auch mit uns besprochen und auch uns gesagt, dass das nichts mit uns zu tun hat und dass es einfach natürlich auch an der Zeit ist, was Neues zu machen. Und wären wir gefragt worden, ich glaube auch gar nicht, dass Lisa und ich das getan haben, ich glaube, wir wurden sogar gefragt, oder dass wir gesagt hätten, ja, hey, wir machen jetzt auch noch die Serie, weil Lisa und ich, wir sind jeder unseren eigenen Weg gegangen, als die Idee schon entstanden ist, da waren wir schon weggegangen. Ich war da schon bei meiner Musik und Ja. deswegen ist alles cool, aber es ist natürlich trotzdem für mich so Schwierig. ein bisschen, Ja, klar. für mich halt, da hängt halt sehr viel Erinnerung dran und deswegen glaube ich, für mich ist es nur ein bisschen komisch, das zu gucken, aber es ist trotzdem total toll geworden, das weiß ich ja. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, es kann jeder verstehen. Es ist so, wie als würde Gabriella sich eine High School Musical Serie angucken. Ja, voll. Halt relativ, ja. Ja, ich kann das auch verstehen. Aber andererseits ist ja eigentlich bei fast allen Filmen oder bei so Rollen, die es halt immer wieder weitergibt. Keine Ahnung, jetzt zum Beispiel Spider-Man oder so. Oder halt, Ja. ist ja auch immer, es kommt halt immer jemand Neues und es ist ja meistens nicht so, dass es dann ist, hey, du, dich brauchen wir jetzt nicht mehr, sondern ja, man muss halt immer sich da irgendwie neu. Es hat sich alles so ergeben und es war auch alles komplett korrekt. Und ich Eben. finde es auch super, super, super toll, dass sie es jetzt zur freien Verfügung auf Amazon gestellt haben, dass es jetzt einfach geguckt werden kann. Und wir waren auch zur Premiere eingeladen, wir wären auch gekommen. Ja. Die wurde dann ja jetzt leider abgesagt, aber ist ja auch richtig so. Aber ich finde es super, weil das ist auf jeden Fall eine Ablenkung, gerade für Kids auch. Und das ist halt einfach wichtig. Und deswegen, ich bin da auch stolz drauf. Aber es ist natürlich trotzdem ein kleines Stück Herz, was man so. Ja, wenn man halt, ja, immer wenn was aufhört oder man sich verabschieden muss, ist halt immer Kacke. Aber naja, ist So trotzdem ist das, ne? schön. Ja, so wie es Der ist. Original One bin trotzdem ich. Ja, das stimmt. Ja, Und ich glaube. dann auch der Original François. François Obwohl ich ja Pietro. glaube, dass jetzt gar kein Franzose ist, sondern ein Spanier. Ich bin Sie? jetzt alles durch einen spanischen Singer-Songwriter. Okay. Nee, ich weiß nicht, ersetzt. Ersetzt Nein, ja nicht nicht. ersetzt, einfach eine neue Rolle. Ja. Gibt jetzt halt einen Spanier. Also, ja, Genau. vielleicht hat. Womit könnte das zu tun haben? Vielleicht, weil gerade spanische Musik so krass abgeht überall und Oh, jetzt. stimmt, das könnte auch sein. So habe ich gar nicht gedacht. Jetzt brauchen wir einen Und zu Spanier. meiner Zeit war es die französische Musik. No. Ich Aber weiß nicht, aber. du warst einfach der
Der schnieke Franzose, den muss es immer mal geben. Den muss es immer mal geben. Ja, stimmt, den muss es immer mal geben. Okidoki. Dann nächste Frage. Und zwar habt ihr ein Lebensmotto? Also wahrscheinlich vielleicht jeder ein anderes, ich weiß es nicht, aber wenn ja. Ich weiß auf jeden Fall, Fall Linas Lebensmotto. Das ist mein Leben, bis ich Harry gesehen habe. Lebensmotto. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, Leben, bis ich Harry gesehen habe. Das war ein Witz. Lina denkt sich, leb wild, bleib jung und sei gefälligst rebellisch, ne? Genau, das wäre jetzt genau das, was ich gesagt hätte. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Motto, finde ich. Ja. Aber mein eigentlicher Satz, den ich schon seit Jahren versuche zu verfolgen, ist eigentlich live for the moments you can't put into words. Und jetzt habe ich ihn ernsthaft abgelesen, aber ich habe ihn gerade erst in mein kleines Büchlein reingeschrieben. Deswegen wollte ich ihn tatsächlich richtig ablesen. Ich würde sagen, das ist jetzt gerade hier. Das klang voll vorbereitet, war es aber nicht. Nee, ein krasser, Moment. Lina hat gerade aus ihrem Tagebuch vorgelesen. Ja, danke, dass du es so sagst. Ich habe es eigentlich extra so gehalten. Das ist keiner weiß. Das ist die Pretty Liars Rache. Aber hey, Tagebuch schreiben, also ich habe das letztes Jahr extrem steifen lassen. Dieses Jahr gefühlt jeden zweiten Tag. Das Buch ist schon völlig überfordert. Bist du wieder voll dabei? Ja, ich bin voll dabei. Man hat halt so viel Zeit, man kann halt so viel aufschreiben. Ja, also ich meine, das sind ja auch nicht nur die ganze Zeit irgendwelche Erzählungen drin, sondern halt auch einfach Sprüche oder Gedichte oder was auch immer. Und eben auch dieser Spruch, den du gesagt hast. Nachdem du gefragt hast, was ist mein Motto? Ja. Den du gesagt hast. Mein Motto ist gerade aktuell nicht so richtig anwendbar. Ich habe eigentlich gar nicht so ein richtiges Motto. Aber ich habe angefangen, gerade als es bei mir anfing mit dem Drehen, ich habe jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern eine Story gemacht zu meinem ersten Kinofilm, den ich gedreht habe, mit Abschlussfahrt. Und da, glaube ich, habe ich angefangen, direkt schon zu versuchen, weil mir klar war, dass das ist alles so vergänglich. So diese Zeit, es geht so schnell vorbei. Und da habe ich dann versucht, mir immer zu sagen, okay, genieß den Augenblick. Und das klingt auch wie ein Kalenderspruch. Aber es ist halt wirklich so, weil man merkt ganz oft in der Situation gar nicht, wie wertvoll und wie schön das ist. Und ich glaube, ich habe es tatsächlich von da an echt ganz gut hinbekommen. Klar, denke ich jetzt noch zurück und denke so, oh, hätte man das noch mehr genießen können. Aber bei dem, was alles danach passiert ist, so an so Drehs und so schönen Sachen, so wie dann auch der Bibi und Tina-Dreh oder andere Drehs oder auch die Tour, gerade die letzte Tour von Nina, wo ich Vorband war, da habe ich mir das echt jeden Tag, habe ich mir das selber nochmal ins Gedächtnis gerufen, habe gesagt, als wir jetzt in New York waren, genieß diesen Moment einfach, weil das kann sein, dass du das so vielleicht nie wieder haben wirst. Ja, stimmt. So. Ja, und dann hattest du ja fast recht jetzt, ein bisschen zumindest vorerst. Ja, genau. Und deswegen ist jetzt gerade, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich kann natürlich sagen, ich genieße jetzt dieses Zuhause-Sein. Doch, ich finde, das genieße ich auch. Ich finde auch an... Entschuldigung, aber wir waren noch nie zusammen so lange zu Hause. Im Stück zu Hause. Aber das konnten wir schon nach der ersten Woche sagen. Wir waren nämlich noch nie eine Woche lang gemeinsam in einem Zuhause, glaube ich. Weil wir einfach immer unterwegs waren. Wann denn? Aber eine Woche bestimmt, aber zwei Wochen. Ja, aber niemals mehr als 8 Tage, das glaube ich nicht. Aber anfänglich konnte ich dir auf jeden Fall auch irgendwie sagen, genieß den Moment. So, ich habe dem auch viel Positives abgewinnen können, auch wenn es sowas Negatives ist im Prinzip. Dass man so was Entschleunigendes hat, dass man so mal irgendwie mit sich selber beschäftigen muss, mal ein bisschen vielleicht nachdenken, ein bisschen im Kopf auch aufräumen. Aber so langsam denke ich mir so, ich muss irgendwie auch mal wieder raus, also richtig nicht nur raus, jetzt so mit dem Hund oder so. Freunde treffen, ich muss arbeiten. Ich brauche auch wieder so diesen In- und Output irgendwie von draußen. Ja, voll. Ich finde auch, dass es, also am Anfang war es noch wirklich so, oh mein Gott, ich muss am Wochenende einfach, also was heißt muss, das klingt immer so blöd, aber ich muss mal nichts machen, sondern ich kann einfach mal chillen und ich muss kein schlechtes Gewissen haben, dass ich jetzt irgendwie eine Serie anschaue. Aber ja, es stimmt, also langsam ist es wirklich so, dass man sich denkt, ja, immer nur Skypen oder FaceTimen und dann, ja, also es ist halt so, man macht halt immer das Gleiche, die Tage unterscheiden sich nicht so richtig und ja, nee, ich bin auch schon ein bisschen vor allem jetzt so langsam ist es irgendwie so, man kommt in so einen Alltagstrott, in dem man irgendwie gefühlt sich gar nicht mehr so an die ganzen Tage erinnern kann, weil man im Prinzip fast immer das Gleiche macht. Lina ist am Puzzeln und guckt eine Serie, dann gehen wir mit dem Hund raus, ich spiele Computer, wir gucken was zusammen,
sie kocht was zu essen, ich koche mal was, sie backt was. Animal Crossing! Wir spielen Animal Crossing. So, das heißt, ein Tag nach dem anderen ist irgendwie gefühlt immer so gleich und jetzt fangen dann schon wieder ganz viele an, irgendwie super krass kreativ zu werden und irgendwie zu arbeiten von zu Hause aus und sind so bei Instagram so krass unterwegs und das und das und das haben und dann fängt man an, sich schon auch noch schlecht zu fühlen, weil man sich denkt, oh Gott, ich sitze hier und spiele Animal Crossing. Das schon, da muss man echt versuchen, aufzupassen, vorsichtig zu sein, dass man sich selber jetzt nicht irgendwie dann auch noch anfängt, in so einer Situation zu vergleichen und sich zu stressen, weil andere schon wieder anfangen, voll durchzustarten. Weil manchmal ist auch mehr Schein als Sein. Vielleicht machen manche bei Instagram, dass es mega abgeht und eigentlich sind die gerade auch richtig, richtig down. Wer weiß das schon. Also man muss, glaube ich, einfach für sich selber immer den Weg finden, wie man mit sich selbst zufrieden ist in der aktuellen Situation, weil ich glaube, es ist eine sehr sensible Situation, die man nicht unterschätzen darf. Ja, auf jeden Fall. Und ich fand es auch ein bisschen krass. Also so dieses, jeder backt Bananenbrot, jeder macht Homeworkouts und so. Und oh, diese Homeworkouts regen mich so auf. Ne, wenn ich meine, es sind ja Sachen, die hat man ja davor schon gemacht, oft oder nicht, oder weiß ich nicht, aber dann, dass es immer so eine Welle wird und dann macht es plötzlich jeder und dann so gefühlt, wenn man es nicht gemacht hat, dann macht man die Quarantäne. Dann nimmt man sich falsch. Ja, ja, dann denke ich mir immer so, also für was kann man sich alles irgendwie eine Regel oder irgendwas erfinden? Das ist so ein Menschending irgendwie, bei dem ich mir dann auch denke, also ich finde es mega cool für alle, die das machen. Ich mache auch selber viel Sport zu Hause zum Beispiel. Oder du kochst jetzt mega viel und hast vielleicht auch schon Bananenbrot gebacken, keine Ahnung. Aber es ist halt so, wie du sagst, es soll halt jeder einfach machen. Ich finde, das kann man halt einfach im Stillen machen. Also ich finde, das ist immer ein Unterschied zum Beispiel mit den Homeworkouts. Finde ich völlig in Ordnung, wenn das jemand macht, dessen Beruf es halt ist. Der das halt einfach professionell erlernt hat. Oder sagen wir, es ist jetzt so jemand wie Pamela Reif, die das halt einfach schon Ewigkeiten macht und wo es halt wirklich sinnig ist, dass sie das macht. Aber dass halt irgendwie gefühlt jeder Hans und Franz ankommt und dir halt aufzeigen will, wie sportlich er denn ist und wie krass es ist und wie wichtig es ist, sich jetzt auf sich selbst zu konzentrieren und halt Sport zu machen. Ich denke mir so, ja, ist schon klar, dass man nicht die ganze Zeit auf der Couch essen sein sollte und Chips und Kuchen essen sollte. Man sollte schon rausgehen, vielleicht joggen gehen, wenn man Bock hat. Nein, aber du gehst ja auch joggen. Aber man weiß ja eigentlich als normaler Mensch, und das weißt du auch eigentlich, wenn du jung bist, schon, dass man sich natürlich irgendwie bewegen sollte und jetzt nicht hier unbedingt mit 20 Kilo plus rausgehen muss. Aber ich glaube, das ist einfach ganz normal. Aber mich regt es so auf, dass es so jetzt so ein Zwang ist, dass die Mädels eventuell sich schon mit 15 denken, oh, ich mache nicht jeden Tag ein Homeworkout, oh mein Gott. So, das muss halt nicht sein. Macht es einfach für euch selbst. Überlasst es denjenigen, dessen Beruf es ist. Und hört auf, es die ganze Zeit zu posten. Tut mir leid, aber es regt mich so auf. Ja, das Problem ist halt wirklich auch, dass viele, die das vielleicht nachmachen, dann auch Sachen falsch machen. Und man, also ist ja, ja so, das ist das Beste. Und so, und ja, wenn man dann das zu Hause so nachmacht, kann man das auch nicht immer so kontrollieren. Und ja, deswegen, also ich finde auch unbedingt Sport machen, ganz viel, wie man Bock hat, aber ja, man muss jetzt nicht, weiß ich nicht, wenn man jetzt lieber rausgeht und was auch immer macht oder lieber tanzt oder so, dann halt das, also man muss jetzt nicht sagen, das ist ja überhaupt keine 30 Pflicht. Burpees pro Tag. Also einfach jeder macht den Sport, den er Bock hat, aber ja. Genau. Ja, das, stimmt. Okay, jetzt habe ich noch eine geile Frage. Welches Tier wärt ihr, wenn ihr ein Tier wärt? So, sagt ihr es nicht bei den Golden Doodle? Das wollte ich nicht sagen, aber das ist eigentlich eine gute Antwort. Ich hätte schon Hund gesagt. Du bist ein Hund? Hä, warum denn nicht? Und dann würde ich hoffen, dass ich bei so einer Familie bin wie wir. Okay. Okay, ich wär vielleicht ein Hund. Eigentlich müssen wir das von den anderen beantworten. Nicht für einen. Nicht für einen selbst. Was? Wo? Da kannst du die wegmachen. Wo? Hinter den Hasen. Egal, okay, ich muss damit leben. Also, ein Hund oder... Ich finde, wir sollten das für den anderen da. Okay. Ich würde sagen, du bist ein Otter. Okay, ein Otter? Ja, weil Otter, das ist so süß. Otter sind super, super, super süße. Krasse Tiere. Erstmal süße Tiere. Und zweitens, Otter halten, wenn sie schlafen, Händchen, damit sie nicht auseinandertreiben im Wasser. Ja, ich weiß. Das ist so süß. Okay, wenn ich ein Otter bin, dann du bist ein Löwe. Ich wäre ein Otter und ein Löwe. Yay. Das ist eine gute Funktion. Könnte funktionieren. Könnte, vielleicht funktioniert sogar. Ja, es gibt ja viele Tierfreundschaften, die man so nicht erwartet. Genau, die neu sind. Okay, dann
Was haben wir noch Gutes? Ach ja, die schönste Reise, die ihr zusammen gemacht habt. Das fand bisher. Also, fand ich auch sehr spannend. Das ist, da muss ich jetzt direkt rein. Das ist eine sehr schwierige Frage, weil Lina und ich haben wirklich schon viele Reisen gemacht. Also nicht, kleinere in, nicht immer, genau, nicht immer so super lang, weil das ist so eine Zeit, wo wir echt sehr viel beschäftigt waren, viel unterwegs waren, haben wir immer versucht, so uns dann dazwischen mal so 3, 4, 5 Tage immer freizuschaufeln, um dann irgendwo hinzureisen. Das heißt, wir waren tatsächlich schon viel unterwegs. Lina hat so eine richtig süße Collage gemacht, so Fotos ausgedruckt und dann eine Weltkarte aufgehangen und dann immer an den Orten, wo wir waren, mit so Bildern dran und so. Und das ist echt cool. Und wenn ich mir das angucke, dann kann ich mich immer gar nicht entscheiden oder so, wenn ich mich entscheiden müsste jetzt, was meine Lieblingsreise war. Aber ich glaube tatsächlich jetzt gerade, weil es am akutesten ist, weil wir da gerade wiedergekommen sind, ist auf jeden Fall unsere Kanada-USA-Reise. Weil das war was wir beide auch vor allem zum ersten Mal gemacht haben. Weil wir waren schon in Neuseeland. Auch schon seit Ewigkeiten wollten. In Neuseeland und da war ich halt schon davor 2-mal. Ja. Und ich nicht. Deswegen war es so cool für mich, aber ich habe es halt wie, als hätte ich das Lina gezeigt. Aber das war auch schön. Und jetzt halt so mit den USA, das Coole daran war halt, wir waren beide noch nie in den USA, waren noch nie in Kanada. Wir haben es beide zum ersten Mal gemacht. Wir konnten direkt Freunde besuchen. Aufregend, genau. Und es war halt eine echt, echt richtig coole Reise. Von Anfang bis Ende. Ein super Start, super cool zwischendurch. Und am Ende mit New York echt so den Hammer, alles Hammerende da gehabt. Und dann genau rechtzeitig wieder zurückgekommen. Wegen dieser ganzen Krise jetzt. Ich denke, dass... Ich finde, was an den USA halt so... Was so krass war, ich finde, du hörst halt so viel über New York und du guckst so viele Filme oder generell über die USA oder wie auch immer. Und dann, dann stehst du da halt und mir ist halt teilweise, ich war so, weil es ist so, du kommst da, man, du bist da hin und du denkst so, ja, ich weiß ja eigentlich schon, wie es von außen aussieht. Und ja, Fifth Avenue und Lower Manhattan, nicht Lower Manhattan, sondern Linksbums, Lower East Side, bla bla bla. Und dann bist du da halt. Und es ist so, dass es mir so krass den Atem verschlagen hat teilweise, einfach weil diese Eindrücke so in solchen Städten so krass auf dich einprasseln. Ich glaube, das wäre teilweise dann logischerweise in Asien oder so genauso. In Neuseeland war es ebenfalls so, aber da war es für mich mehr mit der Natur so, weil in Kroatien, oh mein Gott, in den USA konnten wir natürlich jetzt nicht so krasse Natursachen machen, sondern eher die Städte. Mhm. Aber da war für mich so, mit New York zum Beispiel, wenn du da warst, dann bist du auf jeden Fall nochmal geflasht. Also, weil das ist einfach so was anderes. Du kannst es nicht in Worte fassen und nicht glauben, bevor du nicht da warst, finde ich. Ja. Okay, also New York, beziehungsweise USA, Kanada. Aber für mich sind wirklich alle, ich kann mich da überhaupt nicht entscheiden. Ich liebe auch jedes Mal, wenn wir in Kroatien waren und ich liebe auch andere Sachen und Neuseeland war für mich sowieso das Krasseste. Es sind halt unterschiedliche Arten von Reisen so. Ne? Also so Kroatien ist halt immer so Urlaub, da geht man dann hin, um irgendwie runterzukommen, so immer schön geiles Essen, am Strand sein, am Pool liegen, irgendwie sowas. Also einfach, um irgendwie runterzukommen. Ja. Und Neuseeland ist natürlich jetzt so ganz viel Natur, Wandern, Berge, sowas halt. Und jetzt das, was wir Kanada, USA war ja so eher so ein Städte-Roadtrip. So, die wir da gemacht haben. Das sind natürlich alles immer komplett unterschiedliche Arten von Reisen. Jeder hat seinen Reiz. Und das, was man halt in dem Moment dann irgendwie braucht, wenn man viel gearbeitet hat, dann will man natürlich lieber irgendwie geil essen und am Pool liegen oder am Meer sein. Aber nach Dancing on Ice wollte ich das auf jeden Fall nicht. Nach Dancing on Ice wollte ich so, ich brauche viel. Also das ist, dass du halt nach so einem krassen Projekt, und ich glaube, das ist ja halt nach einem Filmdreh auch, dass du halt manchmal denkst du dir vielleicht nach einem Filmdreh, okay, ciao, ich gehe jetzt nach sonst wo, nach Skandinavien und verbuddel mich in irgendeiner Hütte und sehe niemanden mehr. Aber zum Beispiel nach Dancing on Ice, nach den ganzen Eindrücken und dass man so viele Leute immer um sich hatte und dass man irgendwie die ganze Zeit so um einen gekümmert wurde, da war ich eher halt so, Gott, ich brauche jetzt viele Menschen und wenig nachdenken, viele Menschen, viele Eindrücke, dass halt irgendwie man langsam runterkommt und halt nicht so... Aber das war ja nach der Natur genauso. Der Tour war, also als letzte Tour, wo ich Vorband war, da musste ich ja früher... Evi hat sich komplett verdreht und liegt jetzt hier so verdreht auf dem Rücken. Irgendwie, das sieht ganz lustig aus. Ähm,
auf Tour, da musste ich die Tour ja früher abbrechen, weil ich ja dann schon gedreht hatte wieder in Österreich. Und dann kam Nina mich tatsächlich in Österreich besuchen, Das war die dümmste direkt, Idee auf der direkt ganzen nach Welt. der Tour. Sie ist nicht nach Hause, sondern sofort von der Tour nach Österreich gekommen. Ja. Und dann so von Highlife-Tour, jeden Abend vor mehreren Tausenden von Leuten, alles so, kommt sie in so ein super kleines Kaff. Kaff im Kaunertal in Österreich und ist dann aufgrund von der krassen Höhenangst nicht mit ans Set gekommen, sondern war dann im Hotel. Und dann in so einem kleinen Aber was hätte ich österreichischen, am Set machen sollen, außer noch mit einem erfrieren? Kreuz an der Wand, so ein ganz kleines Zimmer und ist da so völlig so. Plus, ich dachte, ich könnte Skifahren gehen. Konnte ich Ja. aber nicht, weil Hashtag Klimawandel, es ging halt nicht. Also da war halt einfach, da war halt kein Schnee. Ja. So, und deswegen war das halt einfach die komplette Einöde. Oh, Mäuschen, alles gut? Okay, next question. Ja, also ich würde mal sagen, wir quatschen ja, oh mein Gott, wir quatschen schon fast eine Stunde. Krass. Okay, so was ganz viele wissen wollten, ist, wie ihr so eure Zukunft plant. Also so vielleicht die nächsten 5 Jahre. Ja, was da, was ihr, also zusammen natürlich, was ihr da so, was habt Nee, ihr so nicht vor? Heiraten, zusammen. Kinder, Zaun, noch ein Hund. Ja, also noch ein Noch Hund ein ist schon Hund. geklärt. Das, Hund auf noch ein jeden Hund ist Fall. nur der Startpunkt. Also. Genau, ist schon geklärt. Und was passiert danach? Ich weiß nicht, ich glaube, wir lassen uns da einfach überraschen vom Leben, oder nicht? Oder nicht? Doch, also ich würde mir da jetzt ehrlich, ich mache die, ich finde es eh schwer in unserem Berufsfeld so das jetzt genau zu planen. Ja, geht nicht. Geht halt schlecht. Ich will ja eigentlich die ganze Zeit sowieso eigentlich auch studieren. Vielleicht gar nicht, weil ich unbedingt. Warum machst du denn? Nee, ist einfach, das sagst du seit Jahren. Ja, das sage ich auch jetzt seit Jahren und ich habe es noch kein einziges Jahr geschafft, weil ich kann es nicht. Jetzt ist es schon wieder so, dass es nicht funktioniert. Weil immer irgendwas, also es wäre jetzt völlig unnötig, mich da anzumelden, weil ich könnte halt eh nicht kommen, die ersten 3 Monate. Also es ist halt so, macht halt irgendwie keinen Sinn. Und ein Fernstudium oder so will ich halt ungern machen, weil ich würde es mit der Uni schon machen, um halt auch einfach so zur Uni Musst du zu so machen wie gehen. Emma Watson? Ja, so wie Emma Watson. Ich sage einfach, nein, das mache ich immer nicht. Naja. Sowas, aber das wird jetzt auch nichts. Von Aber was daher, ich würdest glaube. du studieren wollen, wenn du dann mal an die Uni kommst? Letztes Jahr, ich war dann, ich hatte mich schon wieder fast eingetragen. Hab's dann aber gelassen. Ach genau, weil dann kam Dancing on Ice und dann habe ich gemerkt, oh, das geht ja, also das ist dann ja Schwierig. sehr Ja. utopisch. Ja. Englisch und Geschichte oder zum Beispiel Englisch und Philosophie immer so ein bisschen irgendwie so in die Richtung. Aber was sollen wir machen? Wir versuchen einfach, dass alles gut ist, dass irgendwann ein zweiter Hund hoffentlich mal dazu kommt. Ja. Ja, ansonsten planen wir, glaube ich, nicht so viel, oder? Ja, vielleicht schmeiße ich alles hin und werde Grundschullehrer. Wer weiß. Ja, die würden Die sich Kids würden vermutlich. sich freuen. Ja. Ich mich auch, dann hätten wir zumindest zur Hälfte ein geregeltes Leben. Nein, aber ich möchte natürlich, dass du deinen Traum verfolgst. Mein Traum. Vielleicht ist es ein Traum, Musiklehrer, und dann kannst du noch Oh Gott! die Schauspiel-AG. Dann habe ich den Glee Club an der Schule. Ja! Oh Nein, yeah! das ist, glaube ich, nicht sein Traum. Ich glaube, sein Traum ist was anderes. Mein Traum ist was anderes. Ja. Aber mal gucken. Verrätst du uns deinen Traum, oder? Nee, ich bin ja gerade dabei, tatsächlich meinen Traum zu leben. Ach so, okay. Dachte schon, es kommt noch was dazu. Nee, ja, Schauspieler, Musiker. Ist ja, ich habe eine schöne Wohnung. Ich habe eine tolle Freundin. Ich habe einen süßen Hund. Ich habe Freundin, Familie. Ich kann mich nicht beschweren. Nee, Ist nee. doch schön. Alles ist cool. Also, aber man weiß es halt nicht, ne? Naja, hoffentlich wird ja bald alles besser. So Genau, ich wird. glaube, das ist erstmal der größte Traum, dass Ja, eigentlich alles ja. wieder normal wird. Zumindest so normal, dass man irgendwie rausgehen kann und mehr als eine andere Person sehen, auch wenn man natürlich Glück hat wie ihr, dass man vielleicht zu zweit ist und jemand bei sich hat, aber ja, beziehungsweise mit Hund zu dritt. Ja, auch der Hund, ja. Ja, aber trotzdem, nach einer Zeit wäre es schon schön, mal wieder andere Leute zu sehen, glaube ich. So, und bevor wir uns jetzt verabschieden, haben ja schon ganz viele gefragt, ob ihr uns was singt. Und ja, ihr wollt uns was. Ja, Tilman kam heute rein mit der grandiosen Idee, dass wir ja mal was machen könnten, was wir schon vor Ewigkeiten mal gemacht haben. Und ich wusste gar nicht, dass wir das noch können. Ich muss nur kurz den Text googeln. Verzeiht uns, wenn es nicht perfekt ist. Das letzte Mal haben wir das auf dem Bibi und Tina 3 Abschlussfest gespielt. Ja, stimmt. Okay, also alle Bibi und So. Tina jetzt. Nee, es ist tatsächlich kein Bibi und Tina Song. Aber Nein. du kennst doch den Text. Ich kann den Text nicht.
Wie bitte? Weißt du denn alles, wie alles geht? Muss ich nochmal machen. Also ich meine, ne? Ja. Okay. Bist du bereit? Okay. Okay. Dann los geht's. Kannst du mal nicht machen? Okay. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, I did. You were strong and I was not, my illusion, my mistake. I was careless, I forgot, I did. Yeah, now, when all is done, there's nothing to say. You've gone this effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skylight. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my skies are open. Tell them what I hope would be impossible. Impossible. Falling out of love is hard. Falling for betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know, and thinking all you need is there. Building faith on love and words. Empty promises will wear. I know, and now. When all is done, there's nothing to say. And you're gone with embarrassing me. On your own, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. And my heart is broken. All my skies are open. Tell them what I hope would be impossible. Impossible. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to all that I did. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. And my heart's broken. Oh, 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 oh. What I hope would be impossible. 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 So, ich applaudiere jetzt mal für alle, die nicht mit applaudieren können, aber was ich so mitgelesen habe, unten waren alle sehr begeistert, haben mitgesungen, haben geweint, haben sich gefreut. Also, viel alles dabei. Es ist alles mit dabei. Ein Spektrum an Gefühlen. Ja, also vielen, vielen Dank, dass ihr so viel Live-Öl für uns alle genommen habt. Alles und gut. Viele Fragen beantwortet habt. Ja, ich muss jetzt auch mal wieder los zu meinem Busy-Termin. Also ich habe noch 5 Sachen heute, die ich tun muss. Nein, Spaß. Bin busy, busy, du weißt. Weißt du, wir wollten eigentlich auch erst noch so einen Witz machen, weil ihr ja gefragt hattet. Und dann waren wir echt kurz am Überlegen, ob wir einen kleinen Witz machen und sagen, nee, sorry, wir haben so viel zu tun gerade. Man muss jetzt so viel machen. Jetzt ist keine Zeit. Ja. Kleiner Spaß am Rande. Das wäre schade gewesen, aber nein. Ihr wart nein, da. Das war total cool. Das war mega cool. Vielen, vielen Dank. Ich bleib gesund. Ja, und halte durch. Wow. Ja, danke. Und genau, alle an das Gewinnspiel denken. Sobald das IGTV hochgeladen ist, fleißig kommentieren. Die Frage steht dann nochmal in der Caption. Und ja. Genau, es geht um alle T-Shirts, egal ob die gerade ausverkauft sind oder nicht, sondern einfach die T-Shirts, die im Shop sind. Im Shop noch auf der Seite sind. Genau. In beiden Shops. Also bei Lina und bei Lina. Ja. Mhm. Genau, ja. Okay, perfekt. Gut, dann tschüss. Tschüss, danke auch für deine Zeit. Tschüss. Jo, klar, danke. Ciao. Tschüss. Warte. Hm? Oh.